Wir befinden uns in Hamburg im Containerhafen. Die Sonne geht gerade auf und spiegelt sich auf der ruhigen Wasseroberfläche. Ihr habt euch aus verschiedenen Motivationen heraus um eine Freigabe bemüht, um die Alpha Deepwater betreten zu dürfen, eine hochmoderne Bohrplattform in der Nordsee. Die nächsten 2 Wochen werdet ihr dort mit Team 2 verbringen und die Arbeitsabläufe studieren oder mitarbeiten. Journalisten, Geldgeber, Sicherheitspersonal. Während ihr zwischen den Containern zu den Docks geht, die euch gewiesen wurden, könnt ihr schon zu dieser frühen Morgenstunde laute Proteste hören. Als ihr dann vor dem großen Arbeitsschiff Blue 6 stehen bleibt, direkt neben euch könnt ihr einen großen Öltanker erkennen, vor dem zahlreiche Journalisten und Demonstranten stehen, Banner entrollt haben und mit Megafon auf sich aufmerksam machen. Wir schreiben den 1. Juni 2018, kurz nach 5 Uhr morgens. Es ist noch früh und Björn Kettler ist noch relativ verschlafen zu dieser frühen Stunde. Nichtsdestotrotz, als er den Tumult bemerkt, kann er einfach nicht anders. Der muss einer Profession folgen, packt aus seiner kleinen Umhängetasche eine kleine Kamera aus und fängt an, die Belagerung mal etwas näher aufzunehmen. Ja, und während du deine Kamera herausholst, kannst du erkennen, wie da wohl einige Aktivisten von Greenpeace vor diesem Öltanker stehen. Einige haben sich auch komplett ausgezogen. Die Sonne geht gerade auf, es ist also noch nicht ganz so warm und so beschmiert mit Öl, wie sie da stehen, muss ihnen doch wohl sehr kalt sein. Schon einige Fernsehreporter, die davor stehen und dann eben auf diesen Skandal noch mit aufmerksam machen. Wahrscheinlich sind sie wieder hierher bestellt worden. Du kennst das Spiel, bist ja selbst schon Journalist. Und da skandieren sie gerade keine Macht für das Öl. Man soll doch das Öl im Meer lassen und das nicht verpesten. Gerade nach den vielen Unfällen mit Öltankern, mit Bohrplattformen, die vor einiger Zeit dann auch vor einigen Jahren in die Luft geflogen sind und eine gigantische Explosion hervorgerufen haben, das Öl verpestet haben. Auch jetzt mal wieder gibt es direkt vor diesem Tanker, der wohl vor einigen Stunden erst angelegt ist, diese Proteste. Ich mache noch ein paar Fotos, ein paar reißerische Fotos, gerade von den Menschen, die sich da mit Öl beschmiert haben. Sowas kommt in der Presse ja immer gut. Ansonsten schaue ich mich einfach mal um, ob denn noch andere Personen außer die Demonstranten hier zu entdecken sind. Da wirst du relativ schnell, auch ziemlich in deiner Nähe, einen anderen Journalisten sehen. Ebenfalls mit Kamera, Notizblock bewaffnet. Und ja, auch die Szenerie schon ein bisschen filmend. Abwartend, was denn noch so passiert. Und so ein bisschen in Gedanken. Ja, wenn der Mann dort so ein bisschen abseits steht, gehe ich einfach mal zu ihm hin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Auch schon zu früher Stunde unterwegs. Ja, natürlich. Ich wurde ja auch darüber Kenntnis gesetzt und dementsprechend auch hier vor Ort, um so ein bisschen über das Ganze zu berichten, über die Proteste, natürlich auch über die Bohrinsel. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Es geht hier gerade ziemlich hektisch zu, aber das war ja nicht anders zu erwarten. Bevor ich es vergesse, wo bleiben meine Manieren? Björn Kettler, Fokus. Peter Forrester, LA Times. Forrester, Moment, sind Sie nicht auch einer, der auf die Plattform mitkommt, die Alpha Deep? Ja, richtig, richtig. Das ist mit ein Grund, wieso ich hier bin. Ich wusste, ich habe Ihren Namen irgendwo gelesen. Ich komme auch mit auf die Bohrinsel. Ah, dann werden wir noch rechtlich Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Da bin ich mir sicher. Was ist denn Ihr Spezialgebiet? Über was berichten Sie denn? Och, allgemein. Ganz allgemein. Wenn es spezielle Fälle gibt, auch über solche, aber hauptsächlich über prominente Hollywood, wie man es so kennt. Hollywood? Aber auch allgemeine Sachen. Je nachdem, wofür ich gerade beauftragt werde. Na, ich weiß ja nicht, ob Sie ein paar Stars oder Sternchen auf der Plattform finden werden. Na, warten wir es mal ab.
Aber ich habe auch schon einige Katastrophenberichte geschrieben, also bunt gemischt. Bunt gemischtes Portfolio. Ich bin auch schon länger im Job. Katastrophen. Und viel Erfahrung gesammelt. Aber wo Sie die Katastrophenberichte erwähnen, ich hoffe ja, dass da nichts Großartiges passieren wird. Oder haben Sie da irgendwie speziellen Grund zur Annahme? Nein. Das war bloß zum Bericht meiner bisherigen Erfahrungen. Ich hoffe natürlich, dass alles gut gehen wird. Na, das hoffen wir ja alle. Ich bin das erste Mal auf so einer Plattform. Ich ebenso. Und während ihr euch gerade unterhaltet, kann vor allem Peter Forrester entdecken, wie eine, ja, Bekanntheit des Weges kommt, die hier doch in diese Szenerie hereinpasst. Eventuell bist du auch gerade wegen ihm hier. Monsieur Thierry Rondeau kommt des Weges und hat wohl auch einen sehr zielstrebigen Weg in Richtung des Arbeitsschiffes vor sich. Ja, die Menge, die Anwesenden völlig ignorieren. Mit einem fest tapezierten Lächeln im Gesicht marschiert der ältere Herr an euch vorbei. Wahrscheinlich hat er noch ein, zwei Angestellte im Schlepptau, denen er letzte Anweisungen gibt, bevor er das Festland verlässt. So, ja, geht einfach an euch vorbei. Mr. Rondeau, entschuldigen Sie bitte. Kein Kommentar und geht weiter. So. Mr. Rondeau, nun warten Sie doch! Ein paar Fragen bitte, es geht doch ganz schnell. Ja, sein geschäftsmäßiges Zahnpasta-Lächeln würde ein bisschen freundlicher. Er bleibt tatsächlich stehen, mustert dich kurz. Eine Frage, ja, was möchten Sie wissen? Wissen Sie etwas mehr über das, über die Alpha Deepwater? Nun, ich bin hier, um mich darüber zu informieren, aber das ist auf jeden Fall die modernste Plattform, die es aktuell in diesen Gewässern gibt. Nun, das heißt, Sie werden auch mit auf die Alpha Deepwater fahren? Selbstverständlich. Ja, immerhin, dann werden wir... möchte ich wissen, was mit meinem Geld so gemacht wird. Na, dann werden wir noch rechtlich Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ausgezeichnet, aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden... Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich kurz einmische. Die modernste Plattform in der Nordsee, sagten Sie? Aktuell die technisch modernste, ja. Aha, geht das denn auch für die Sicherheitsstandards? Selbstverständlich. Na gut, ich bin gespannt, mich davon zu überzeugen. Haben Sie das Dossier nicht erhalten? Ich dachte, das haben wir alle bekommen. Nun ja, in diesen Schriftstücken steht ja nun mal nichts Aufregendes drin. Die Wahrheit ist davon meist weit entfernt. Oh, Sie können davon ausgehen, dass alle technischen Daten, die dort eingetragen sind, korrekt sind. Nun, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, die Vorfälle direkt auf der Plattform zu beobachten. Das macht immer das beste Bild. Natürlich. Ich denke, das werden zwei interessante und wirklich lehrreiche Wochen werden für uns. Nun, aber wenn Sie mich dann bitte entschuldigen würden, wie gesagt, ich habe einen Termin. Nun, ich möchte Sie nicht aufhalten. Ja, und damit dreht er sich um und geht dementsprechend dann auch Richtung Plattform relativ zielgenau, beziehungsweise Richtung Schiff. Mhm. Ja, vor dir kannst du dann einen Sicherheitsbereich erkennen, der großzügig dann dieses Arbeitsschiff absperrt. Ist auch weit entfernt von diesen Demonstranten. Der Öltanker liegt, wie gesagt, eine Plattform daneben. Und ihr habt hier sicherlich einen eigenen Bereich nochmal. Ihr könnt hinter einigen Ketten, die dann für die Absperrung sorgen, einen Sicherheitsmann erkennen, der hier auf den ersten Blick, das könnt ihr mit eurer Menschenkenntnis erkennen, er sieht noch ein bisschen verloren aus. So als ob er neu wäre, als ob er noch nicht genau weiß, wer hier in diesen Bereich rein darf. Hat natürlich ein Klemmbrett vor sich, auf dem dann sich selbstverständlich die Namen stehen. Und neben ihm dann ein weiterer Mann, der umso selbstbewusster aussieht. Und während Mr. Rondeau auf diesen Sicherheitsbereich zugeht, wird er dann auf Sebastian Hessel treffen. Halt, bitte erst ausweisen. Ja, der ältere Herr setzt ein sehr groß väterliches Lächeln auf. Seien Sie, junger Mann, aber ich habe meinen Ausweis wohl vergessen. Nicht, dass ich einen bräuchte. Aber, guter Herr, ohne Ausweis kein Zutritt. Sonst könnte ja jeder kommen. Hesselmann, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Das ist Thierry Rondeau, lassen Sie ihn durch. Ja, sehr wohl. Vielen Dank. Komm zur Seite stehen.
Verzeihen Sie, Mr. Rondeau, er ist neu, aber kommen Sie doch bitte durch. Wir können dann noch demnächst ablegen. Wir hatten nur auch noch auf Sie gewartet. Ja, absolut kein Problem. Ja, er klopft dir freundlich auf die Schultern. Sie machen nur Ihren Job und es ist richtig, dass Sie kontrollieren. Sie haben völlig recht. Ja, und warten Sie, ich komme. Ja, und wenn er außer Hörweite ist, wird man fragen. Wer ist denn der Kerl? Ist ein Aktionär, ich glaube von BP. Ganz informiert habe ich mich da nicht drüber, zumindest ist er dann derjenige, der hier wieder Geld reinfließen lassen will. Ich muss mich jetzt erstmal um Rondon kümmern, ich bin gleich wieder da, du machst hier den Job. Ich glaube, die da beiden haben einen Presseausweis um Hals. Schau nochmal nach, dann müssen sie sich nicht ausweisen, die Presseausweise reichen. Muss aber ein Foto drauf sein. Und dann kannst du sie reinlassen, machst du die Kette zu und dann fahren wir auch. Sehr wohl. Ja, Solomon Fürsk, der Sicherheitschef, den du dann natürlich kennst, eilt Mr. Rondeau hinterher und begleitet ihn dann eben zu den anderen Anwesenden. Hier eine kleine Gruppe von, ja, nicht ganz 100 Mann, so um die 70, 80 werden es werden, die hier dann verteilt auf dem Deck stehen. Einige haben sich auch schon zurückgezogen. Und so bleibt dann nur noch Sebastian Hessel vorne am Eingang stehen, immer noch mit seinem Klemmbrett in der Hand und auf die beiden Reporter oder Journalisten starrend. Ja, geh hin. Peter Forrester, mein Name. Hier mein Ausweis. Man wird sehr genau das Foto mustern, wieder in das Gesicht von Peter Forrester gucken, wieder auf den Ausweis. Das Foto ist schon etwas älter, aber... Ich bin es, glauben Sie mir. Ja, dann eintreten und zügig, wir wollen ablegen. Was ist mit Ihrem Kollegen da vorne? Ach, der will auch mit. Moment, ich hole ihn. Mr. Kettler, kommen Sie. Wollen Sie langsam los? Ja, ich bin gleich da. Und ich packe noch schnell meine Kamera wieder ein, bevor ich mich dann auch zu den anderen begebe. Meinen Ausweis vorzeige. Björn Kettler von der Focus. Dein Ausweis wird gemustert. Na dann mal rein. Sagen Sie, Sie stehen hier ja schon eine Weile, nicht wahr? So ist es. Jemand muss ja hier für Ordnung sorgen. Na, ganz außer Zweifel. Aber sagen Sie, gibt es irgendeine Persönlichkeit, irgendjemand, der hier mitkommt, den man vielleicht nicht hier erwartet hätte? Das kommt ganz drauf an, wen Sie hier erwartet haben. Naja, ich denke, jemand, der vielleicht in erster Linie nicht normalerweise auf einer Bohrinsel zu finden ist. Ich denke, die außergewöhnlichste Persönlichkeit ist wohl Monsieur Rondeau. Aber nun ja, als Aktionär ist es durchaus zu erwarten, dass er auf der Bohrinsel eine persönliche Untersuchung vornimmt, nicht wahr? Ja, das kommt sicher mal vor. Nun, vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Wir sehen uns ja bestimmt. Sie kommen auch mit? Ganz recht. Gut, gute Arbeit, die Sie hier leisten. Bis später dann. Vielen Dank. Lob hört man immer gerne. Ich nicke ihm noch einmal zu und gehe dann auch weiter. Ja, nachdem die letzten beiden Personen vorbei sind, kannst du dann noch die Kette vorlegen und die letzten beiden Häkchen hinter deine Liste machen. Ihr seid vollständig. 80 Personen. Wenn ihr dann auf das Schiff geht, ich hatte es ja schon einmal gesagt, ein Arbeitsschiff, was dann euch in großer Geschwindigkeit auf die große Plattform, die Alpha Deepwater bringen soll, die Hightech-Bohrinsel, könnt ihr, wie gesagt, noch einmal die anderen Personen mustern. Der ein oder andere ist dann zu erkennen an seiner Arbeitskleidung, auch jetzt schon. Der ein oder andere Arzt, der dabei sein wird. Sicherheitspersonal, so wie Sebastian Hessel. Weitere Arbeiter, die hier schon in Blaumänner oder in Rot gekleidet sind, je nachdem, welche Aufgabengebiete sie haben. Die Helme allerdings immer noch an ihrem Gürtel befestigt, sodass sie die aktuell noch nicht tragen. Aber die Sicherheitsschuhe, die sie allesamt dann schon angezogen haben, deuten auch darauf hin, dass sie wissen, was sie tun und nicht das erste Mal unterwegs sind. In eurem Dossier, was ihr bekommen habt, was euch dann eben, als ihr euch um die Freigabe für die Alpha Deepwater bemüht habtet, wurde euch natürlich mitgeteilt, dass ihr 2 Wochen auf dieser Bohrinsel bleiben werdet und zusammen mit dem Team 2 dann hier diese Zeit verbringen werdet.
Was ihr in der Zeit macht, ist euch quasi überlassen. Natürlich wird Sebastian Hessel seine Aufgaben als Sicherheits- oder als Objektschützer wird er dann eingebunden werden und die beiden Journalisten können sich dann in ihren zugewiesenen Bereichen aufhalten, können dann dort tun, was sie machen wollen. Und der Aktionär darf dann natürlich sich auch das Ganze besehen und überlegen, ob er sein Geld in dieses System steckt oder es bleiben lässt. Ja, nachdem ihr euch ein bisschen umgesehen hattet, könnt ihr dann auch das Innere des Schiffes betreten, könnt euch da dann hinsetzen und während dann das Schiff langsam ablegt, kommt auch wieder einmal Solomon Firsk, der Sicherheitschef, zu euch und gerade dann eben zu dieser neuen Personengruppe, die dann noch nicht auf dieser Ölbohrplattform war. So, guten Morgen noch einmal. Ich darf mich vorstellen, Firsk. Wenn es irgendwas gibt, ich bin der Ansprechpartner für Sie alle. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich werde Ihnen demnächst ein Handout geben mit den Räumlichkeiten, die Sie vor Ort erwarten werden. Wir haben Ihnen bereits einige Räume zugeteilt, die Sie dann beziehen dürfen für die Zeit. Wenn es irgendwelche Fragen zu Personalien gibt, können Sie auch natürlich zu mir kommen. Ich werde hier das Kindermädchen sein. Ich darf einmal kurz die neuen Anwesenden hier vorstellen. Björn Kettler, Journalist, nickt einmal zu dir. Peter Forrester, gut, Hessel, Sie sind auch neu. Hessel wird hier für die Objektsicherheit nachrücken und Monsieur Thierry Rondon wird hier den Konzern BP vertreten. Ausgezeichnet. Gut, gibt es irgendwelche Fragen von Ihnen, die ich im Vorfeld schon beantworten darf? Vielleicht eine. Werden wir so etwas wie eine Sicherheitsunterweisung erhalten? Genau das machen wir jetzt an dieser Stelle. Sicherheitseinweisung ist natürlich oberstes Gut an dieser Stelle. Die Regeln sind hier sehr streng. Übertretungen werden mit Gehaltskürzung bestraft, zumindest für die Mannschafter. Bei Ihnen, rund ein bisschen mit der Stirn, ist das natürlich nicht ganz gegeben. Aber auch Sie werden auf die Sicherheitsregeln hingewiesen und naja, was dabei... Was passieren sollte, wenn Sie dagegen verstoßen, da muss dann der Bohrinselleiter Erik Thaddeus Magnus dann nochmal mit mir drüber sprechen. Wir wollen einfach hoffen, dass es dazu nicht kommt. Ich hätte auch noch eine Frage. Wie lange gibt es diese Bohrinsel denn schon, die Alpha Deep Water? Seit 6 Jahren. Sie ist hochmodern, das Beste, was es zurzeit in der Nordsee so gibt. Beziehungsweise laut meinen Informationen ist sie sogar... Ich bin, wie gesagt, nur für die Sicherheit zuständig und nicht für den ganzen anderen Hokuspokus, aber meines Wissens ist sie sogar die beste Bohrinsel überhaupt. Und sie sitzt an der genau richtigen Stelle, aber da müssen Sie mit unserem Geologen sprechen, da drüben, Dave Austin. Der ist für das Öl zuständig. Er deutet auf einen anderen Mann, der da gerade in einer Ecke sitzt und sich mit verschiedenen Leuten unterhalten, klopfen ihm alle auf die Schulter. Er sieht wohl auch so aus, als ob er nicht neu ist, aber dass er wohl einige Zeit nicht mehr hier war. So zumindest könnte es gedeutet werden. Er streichelt auch gerade über den Kopf eines Hundes, der wohl auch irgendwie dabei ist, zu wem auch immer der gehört. Und alle freuen sich wohl jetzt diesen Geologen Dave Austin zu sehen. Also gut, wie gesagt, zu Bohrinsel-Spezifikationen müssten Sie dann entweder mit Jim Wald, unserem Computerspezialisten, sprechen, der hat die ganzen Daten alle in seinem Kopf, wie gesagt, Sie können dann auch mit unserem Geologen sprechen. Ich wollte nur die Sicherheitseinweisung machen. Andere Fragen? Das werde ich während der Fahrt dann noch mit Sicherheit tun. Ja, wir fahren 5,5 Stunden, da wird genug Zeit sein. Ja, denke auch. Gut. So, Sicherheitseinweisung. Machen wir da einfach mal weiter. Zu jeder Zeit müssen Schuhe mit Stahlkappen getragen werden. Die werden Sie im Verlauf dieser Reise noch von mir ausgehändigt bekommen. Die Schuhgrößen haben wir von Ihnen ja bekommen. Schutzhandschuhe und einen Helm. Auch diese werden getragen. Ich will Sie nicht sehen, wenn Sie hier ohne Helm rumlaufen. Der einzige Ort, an dem diese Kleidungsvorschriften nicht gelten, sind die Kabinen und die Freizeiträumlichkeiten, also Cafeteria, Fitnessräume und wenn sie beim Arzt sind, weil sie sich verletzt haben sollten oder weil sie da einen Schnupfen haben, kann auf der Hohen See natürlich auch passieren, dann dürfen sie den Helm natürlich auch absetzen. In den Korridoren gilt diese Ausnahme nicht.
Alle Mitarbeiter haben einen Grundkurs in Erster Hilfe bekommen, Sie natürlich auch, wobei ich glaube, das wird nicht nötig sein, aber... Die Alpha Deep Water besitzt moderne Steuerungssysteme und Sicherheitsstandards. Wir haben mehr als 400 Sensoren, automatische Erkennung von Gasen und anderen Anomalien, falls irgendwas austreten sollte, was natürlich nicht der Fall ist. Kameras mit Gesichtserkennung. Im Inneren der Anlage gibt es zusätzlich die normalen Feuerlöschanlagen. Allerdings gibt es auch wasserdichte Sicherheitstüren zu erkennen an den roten Schranken. Die schützen dann die sensiblen Bereiche wie die Lagerhalle oder die Stickstofffeuerlöschanlage, die ebenso mit allen Korridoren verbunden ist, falls es zu einem Brand kommen sollte. Alle diese Geräte sind automatisiert und können vom Computer im Kontrollzentrum gesteuert werden. Das sollte Sie allerdings, glaube ich, nicht so sehr interessieren. Es gibt verschiedene Schließsysteme, automatische und manuelle, wobei auch das für Sie wenig von Relevanz ist. Gut. Es gibt Bereiche, die den autorisierten Personalien zugeteilt sind. Allerdings brauchen Sie auch dafür eine Sicherheitskarte, die Sie von uns nicht bekommen. Von daher, wenn irgendwas mit einer Karte versiegelt ist, mit hier, er hält einmal eine hoch. Hier, mit so einer Karte kann man dann vor ein Lesegerät halten. Wenn Sie da durch wollen, werden Sie nicht durchkommen. Wenn ich fragen darf, um welche Art Bereiche handelt es sich denn dabei? Natürlich geht es um vor allem den Brunnen. Falls Sie nicht wissen, was der Brunnen ist, da wo das Öl nach oben kommt. Später dann auch die Lagerhallen. Aber ich glaube, für eine Führung kann man zumindest dem einen oder anderen so etwas freiräumen. In Begleitung sollten Sie da eigentlich reinkommen dürfen. Aber ohne Begleitung haben Sie natürlich keinen Zutritt zum Lager. Natürlich sind die Kräne für Sie auch zappenduster. Sie haben Sie haben nichts oben auf der Antenne zu suchen. Der Heliport wird natürlich auch nur betreten, wenn Sie zu den Hubschraubern müssen. Und Sie sollten auch die Hände weglassen von den Rettungskapseln, die sich auf der linken und rechten Seite der Plattform befinden. Wenn Sie da aus Versehen am falschen Hebel ziehen, dann könnte es sein, dass Sie erst einmal ins Wasser fallen. Gut. So viel zur Sicherheit. Weitere Fragen? Mal nicht. Vielleicht hat Mr. Rondeau ja noch eine Frage. Monsieur Rondeau, haben Sie noch eine weitere Frage? Für Ihre Sicherheit ist natürlich gesorgt. Wir werden Ihnen Hessel mitgeben. Der kann auf Sie aufpassen. Es wird mir eine Freude sein. Ja, ich nicke. Nun, ich denke nicht, dass ich weitere Fragen habe. Ausgezeichnet, dann werden wir hier von meiner Seite aus fertig. Die Sicherheitsschuhe und die Helme werden Sie dann in den nächsten paar Stunden von mir bekommen. Wenn Sie einen Kaffee brauchen, da drüben ist ein Automat. Später können Sie dann von Julio Sanchez, dem Koch, er deutet auf eine weitere Person, können Sie dann drüben einen richtigen Kaffee bekommen. Bis dahin haben wir leider nur, ja, sowas. Ach, wird schon tun. Ich gehe hin und hol mir einen Kaffee. Mein Blick folgt dir sichtlich angewidert, als du den Automaten bedienst. Ich sage aber keinen Ton. Ja gut, das kriege ich gar nicht mit, weil ich blende da alles andere aus. Ja, kannst auch erkennen, wie du wohl die einzige Person an diesem Automaten bist. Einige andere, wenn du mal so drauf achtest, haben sich dann vorher schon im Hafen mit so etwas versorgt und ja, der ein oder andere grinst auch, gerade dann von den normalen Arbeitern, von den Reinigungskräften, wer auch immer da irgendwie dabei ist. Wie gesagt, das sind um die 80 Leute, die du hier so mal mehr, mal weniger siehst. Und ja, kommst du nach kurzer Zeit auch schon wieder zurück zu den anderen. Es sei denn, du möchtest dich zu anderen Leuten stellen, die dir bisher noch nicht bekannt sind. Nö, erstmal noch nicht. Gut, ja, dann tauchst du nach einer Minute wieder bei den anderen auf mit einem frisch gebrühten, in Anführungsstrichen, Kaffee in der Hand. Ja, ich begutachte natürlich erstmal den Kaffee und riech erstmal dran. Ja, kannst ein bisschen durchgucken. Ist ein leicht wässrig, nicht ganz so schön schwarz, wie er eigentlich hätte sein können, aber was will man erwarten? Ja, wird schon tun. So für morgens muss es einfach ein Kaffee sein. Ich bin etwas. Ich
bin etwas misstrauisch. Sie sind anscheinend der Einzige, der zu dem Automat gegangen ist. Hier scheint es schon schlimme Erfahrungen zu geben. Wie schmeckt denn die Brühe? Naja, sehr wässrig. Nicht so, wie ich Kaffee sonst gewohnt bin. Schön schwarz, vollmundig. Das hier schmeckt mehr wie Wasser. Aber was will man machen? Solange wir noch nicht unterwegs sind, gibt's ja leider nur das. Wenn wir unterwegs sind, werde ich mir natürlich auch einen richtigen Kaffee dann holen. Na, ich hoffe nur, dass der dann nicht ein wenig nach Öl schmeckt, was? Wollen wir es mal hoffen, dass es hier tatsächlich Kaffee und kein Öl ist. Und die Herrschaften, haben Sie sich denn schon einen ersten Eindruck hier von der Lage gemacht? Scheint ja doch recht spannend zu sein. Ich wusste gar nicht, dass so viel Personal benötigt wird, um so eine Plattform am Laufen zu halten. Oh, das ist sogar eigentlich relativ wenig Personal. Naja, auf der Plattform selbst werden uns ja wohl noch einige Arbeiter erwarten, oder nicht? Da gehe ich ganz stark von aus. Also, ich habe auch schon über andere Dinge dieser Art berichtet. Das ist tatsächlich sehr wenig Personal aktuell hier. Das geht mal locker auf das Doppelte bis Dreifache hoch. Ich denke aber mal, dass das auch nur die Nachrückmannschaft ist. Ich meine, es war ja von einem Team 2 die Rede. Das heißt, ein Team 1 ist möglicherweise schon vor Ort. Davon gehe ich auch mal aus. Aber Herr Hessler, Sie kennen sich doch hier aus. Können Sie die Frage beantworten? Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mich hier auch nicht besonders auskenne. Auch dies wird mein erster Aufenthalt auf dieser Bohrinsel sein. Ah, ich verstehe. Waren Sie denn im Vorfeld schon mal mit etwas Ähnlichem betraut? Mit Objektsicherheit im Allgemeinen? Selbstverständlich. Auf einer Bohrinsel noch nicht, nein. Sehr interessant, sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, an so einen Job heranzukommen. Ich meine, eine Bohrinsel... Da mussten Sie doch bestimmt so etwas wie, Sicherheitsprüfungen durchlaufen oder sowas. Selbstverständlich, jeder, der in der Objektsicherheit es zu etwas bringen will, muss einen tadellosen Lebenslauf vorweisen. Nun, ich denke, Sie haben auch Kontakte in diesem Bereich, oder? Das könnte man durchaus so sagen, ja. Sehen Sie. Vitamin B ist doch alles. Aber sagen Sie, warum ausgerechnet eine Bohrinsel? Gibt es da persönliche Gründe dafür? Zum einen ist es eine neue Aufgabe und man wächst an seinen Aufgaben, möchte ich sagen. Und zum anderen ist die Bezahlung auch recht gut, das gebe ich offen zu. Das glaube ich gerne, das wird wohl auch der Hauptgrund sein. Ich meine, zumindest nach dem, was ich recherchiert habe, ist so ein Leben auf der Plattform nicht gerade sehr angenehm. Alles sehr eng, man hat kaum Möglichkeiten, trifft jeden nochmal in einem Tag. Das bin ich durchaus gewohnt, das ist kein Problem. Allerdings, bin gespannt. Längere Zeit nur von dem weiten Meer umgeben, das ist auch für mich eine Neuigkeit. Ah, ist bestimmt nicht für jeden was. Ich schätze mal, da haben sie schon einige verschätzt und haben schnell wieder kehrt gemacht. Das ist anzunehmen, aber ich kann Ihnen versichern, in der Hinsicht werde ich standhaft bleiben. Na, das freut mich ja zu hören. Ich will nur hoffen, dass keiner der Anwesenden unter irgendeiner Form von Klaustrophobie leidet und es am Ende dann nicht mehr wirklich aushält auf der Bohrinsel. Das wäre tatsächlich gänzlich unangebracht. Jemand, der unter Platzangst erleidet, sollte weder auf einem Unterseeboot noch auf so etwas wie einer Ölplattform dienen. Richtig, richtig. Falls es Sie beruhigt, ich habe einige Tabletten gegen Seekrankheit eingepackt, falls das wirklich notwendig sein sollte. Damit habe ich generell wenig zu tun.